Mein Name ist Briot und wenn du Bock hast auf Videos, die du dir ohne Werbung reinziehen kannst, abonniere diesen Kanal und damit herzlich willkommen zu einer Charaktervorstellung in die Elder Scrolls Online. Ich möchte euch heute mal meinen PvP-Tank vorstellen. Ich habe den eigentlich für No-CP gemacht, jetzt nicht unbedingt für Rabenwacht, da wir ein Proxhead mit dabei haben, aber schön für Schlachtfelder ist er auf jeden Fall zu benutzen. Das Ganze soll hier nur als Blueprint dienen, das heißt Kritik, Verbesserungsvorschläge und so weiter, alles gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr das Bild hier noch verbessern könnt. Man kann ihn natürlich auch auf PvE umbauen, dafür müssen wir nur einige Fähigkeiten ändern, aber dazu später mehr. Ich habe das Video mit Timestamps versehen, sodass ihr dann auch nur auf den Part klicken könnt, für den ihr euch interessiert, warum ihr auf das Video gekommen seid, sei es der Build, sei es die Fähigkeiten, sei es die Funktionsweise der einzelnen Set-Gegenstände. Fangen wir jetzt aber mal an mit dem Build. So, kommen wir nun zum ersten Set dieses Builds. Und zwar nämlich dem Set Eisherz oder Eisheart-Set, welches sehr, sehr coole Funktionsweisen hat. Zu einem habe ich die einzelnen Gegenstände, also Schulterschutz und Kopf, auf schwer und auf erfüllt verbessert, sodass unsere Verzauberungen um 25% erhöht werden. Wir haben hier auf dem Schulterschutz die Triglyphe mit maximaler Magicka, maximalem Leben und maximaler Ausdauer, dass wir hier schön dicke Ressourcen bekommen. Und auf unserem Helm die 1192 maximalen Leben, da wir viele Fähigkeiten haben, die mit maximalem Leben skalieren. Kommen wir nun zu den Fähigkeiten dieses Sets. Bei einem Gegenstand bekommen wir 657 Wertung für kritische Treffer. Schön ein bisschen Schaden, der tut uns ganz gut. Auch wenn wir ein Tank sind, im PvP ist Schaden nie verkehrt. Wenn wir jetzt aber einen kritischen Treffer landen bzw. kritischen Schaden verursachen, besteht eine Chance von 20%, dass wir ein Schadensschild erhalten, welcher 6 Sekunden lang 5000 Schaden absorbiert. Solange dieser Schild aufrechterhalten wird, verursachen wir jede Sekunde 1064 Frostschaden, was auch sehr interessant ist, weil Frostschaden erzeugt einen Unterkühlungseffekt, welcher im letzten Patch gebufft wurde, das heißt mehr Schaden seit neuestem. Und dieser Frostschaden wirkt auf alle Feinde in 5 Meter um uns herum. Dieser Effekt kann nur alle 6 Sekunden auftreten und der Schaden davon skaliert mit unserer Magie und Waffenkraft, die wir auch schon durch ein anderes Set hier schön ein bisschen erhöht haben. Ist natürlich jetzt nicht allzu hoch für jetzt einen Hardcore-Damage-Dealer, aber wir sind natürlich Tank, das heißt, so wichtig ist das nicht für uns. Kommen wir dann zu unserem zweiten Hauptset und das ist ein pures Stat-Set, auch wenn das ein merkwürdiger Satz ist. Und zwar, das ist das Set des Seuchendoktors, wo wir alle Einzelteile auch schön auf erfüllt verbessert haben. Das heißt hier nicht nur den Gürtel, sondern auch die Halskette sowie den Ring davon haben. Wir brauchen ja 5 Gegenstände, um den Effekt zu erzielen. Es gibt uns 1206 Leben dreimal und 2804 Leben noch einmal aufs Maximalleben drauf. Das sind wirklich geisteskrank hohe Werte. Wir haben Verzauberungen drauf von Triglyphen. Entschuldigung, hier natürlich Triglyphen mit maximaler Magicka, maximalem Leben, maximaler Ausdauer, um schön hier die Basiswerte zu erhöhen. Dann haben wir noch, wo haben wir denn die anderen Teile davon? Genau hier, nämlich das Schild und die Keule vom solchen Doktor-Set. Keule haben wir Nieren geschliffen mit dem 1356 Frostschaden drauf. Schön nochmal ein bisschen mehr Schaden, weil mit unserem Charakter gehen wir auch viel auf Auto-Attacks, viel auf Heavy-Attacks. Was auch sehr, sehr nice ist, um öfters ausbrechen zu können, um unsere Ausdauerregeneration schön hochzuhalten. Und da ist cooler Schaden natürlich sehr nice. Wir haben auf unserem Schild haben wir mehr maximale Ausdauer. Gerade einfach auch, dass wir öfters ausbrechen können und die Rüstungsverzauberung erfüllt, sodass der Effekt um 25% erhöht ist. Wir haben dicke Rüstung drauf, also sehr, 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 sehr nice. Als zweites Set, als Unterstützungsset für unser Main-Set, unser Eisheart-Set, haben wir das Klapperkäfig-Set, welches uns zum einen maximales Leben gibt und 124 Magie und Waffenkraft zweimal nochmal, was natürlich echt Premium ist, weil ja unser Effekt unseres Hauptsets damit skaliert mit der Magie und Waffenkraft und mit maximalem Leben kann Tank natürlich immer schön was anfangen. So, wie ihr schon gesehen habt, habe ich hier unten keine Nebenhand, keine zweite Bar und das liegt an unserem Mythic. Wir haben nämlich den Eichenseelenring mit dabei, welcher uns eine Menge, wirklich eine verdammte Menge an coolen Buffs gibt, die ich jetzt einmal schnell runter durchgehen werde. Wir bekommen kleineren Schutz, wir bekommen kleinere Raserei, wir bekommen kleinere Kraft, wir bekommen größere Zauberei, kleinere Beständigkeit, kleineres Heldentum, kleinere Pflege, größere Brutalität, größere Wildheit, größere Prophetie, kleinere Aegis. Größere Entschlossenheit, kleinere Tapferkeit, kleinerer Intellekt, kleinerer Mut,
kleinere Evasion. Also wirklich geisteskrank viele Effekte bekommen wir dadurch. Also wirklich verrückt, was natürlich viele Fähigkeiten auch unnötig macht. Aber natürlich, wie jedes Mythic, kommt auch dieses hier mit einer Negativseite. Und zwar ist es uns nicht mehr möglich, zwischen primären und sekundären Waffen zu wechseln. Das heißt, wir haben keine zweite Bar mehr. Für mich ist das ganz cool, weil ich bin eher der gechilltere Spieler. Das heißt, mir reicht eine Bar. Das bedeutet aber natürlich auch im Zuge dessen, dass wir harte Entscheidungen treffen müssen, was unsere Fähigkeiten angeht. Und zu denen kommen wir jetzt. So, nun zu unseren Fähigkeiten. Ich habe ja gesagt, wir müssen harte Entscheidungen treffen und die wurden hier auch getroffen. Wir brauchen als allererstes einen Single Target Damage Skill, der ein bisschen über Zeitschaden macht und natürlich auch physischen Schaden macht. Das heißt, mit dieser Fähigkeit haben wir hier auf jeden Fall einen guten Griff gelandet. Wir haben zwei Fähigkeiten, die mit Ausdauer fungieren und drei Stück, die mit Magicka fungieren. Ist ganz cool. Und zwar der schneidende Sturzflug, die Klippenläufer, finde ich generell cool, die kleinen Drachen, die vom Himmel kommen. Wir befehligen einen Klippenläufer, der auf einen Feind herabstürzt, was 6.261 Blutungsschaden verursacht, sofort und über 10 Sekunden dann nochmal 6.450. Das heißt, es ist eine coole Fähigkeit, die können wir ein bisschen spammen auch, wir haben ja relativ viel Ausdauer. Aber noch ein cooler Nebeneffekt ist, dass natürlich 28 Meter die Reichweite ist. Das heißt, dass wir sehr, sehr über lange Distanz cool schon angreifen können und schon mal dem Gegner einen leichten Schaden vorher mitgeben können. Und wenn wir weiter entfernt als 7 Meter vom Gegner stehen, ist der Gegner aus dem Gleichgewicht gebracht, 7 Sekunden lang. Also wirklich top. Als zweite Fähigkeit, die erste Magicka fungierende Fähigkeit, haben wir die packenden Scherben. Wir beschwören Eisscherben, um uns die 12 Sekunden lang jede Sekunde am Feind im Wirkbereich Schaden zufügen und sie 3 Sekunden lang bewegungsunfähig machen. 1381 Frostschaden, wirklich sehr, sehr gut. Wir erzeugen dadurch auch noch einen Unterkühlungseffekt als Statuseffekt, der ja erhöht wurde durch den letzten Patch, also geisteskrank gut. Ungetroffene Feinde wird bitterkalt, was deren Lauftempo für 3 Sekunden um 30 Sekunden verringert. Also auch super cooler Skill, wenn wir inmitten der Gegner stehen, ist das sehr, 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 sehr overpowered. Wir haben als nächste Fähigkeit den trügerischen Räuber und der trügerische Räuber ist auch eine sehr, sehr coole Fähigkeit, auch wenn wir. Auch wenn ich sagen muss, dass eine Sache dieser Fähigkeit sich überlappt mit einem Gegenstand, den wir schon dabei haben. Und zwar ist es nämlich folgendermaßen: Wir bekommen durch diese Fähigkeit 6 Sekunden lang größere Schnelligkeit, Lauftempo 30% erhöht. Sehr cool, um Gegnern hinterherrennen zu können oder weglaufen zu können. Als zweiten Punkt, was auch einer der Hauptgründe ist, warum ich es drin habe, ist, dass wir 4 Sekunden lang immun gegen Verlangsamungen und Bewegungsunfähigkeit machenden Effekten sind. Also wirklich sehr, sehr cool. Natürlich klar, wenn jetzt ein Magier mit seinem Teleport durch uns durchgeht, dann sind wir so oder so gestunt, da können wir nichts gegen machen. Aber sonst gegen alles andere sind wir eigentlich relativ gut geschützt. Jetzt kommen wir natürlich zum einen Minuspunkt dieser Fähigkeit und zwar, dass wir kleinere Evasionen bekommen. Die bekommen wir aber schon alleine durch unseren und durch unser Mythic, nämlich durch den Eichenseelenring, wo ist es denn? Kleinere Evasion bekommen wir sowieso, das heißt, das ist relativ unnötig. So ist es aber, muss man mit klarkommen, dass wir da auch ein Minus haben. Ich könnte natürlich jetzt auch hier rüber gehen und sagen, wir gehen jetzt hier in die Gilde, Psijic Orden und holen uns dann hier Beschleunigen rein, aber das wollen wir nicht oder das wollte ich nicht, weil ich hier von der passiven unserer Tiergefährten profitieren möchte, nämlich für jede ausgerüstete Fähigkeit der Tiergefährten bekommen wir 4% kritischen Schaden. 8% kritischen Schaden, da wir zwei Stück mit dabei haben. Also wirklich sehr, sehr cool. Ein weiterer mega cooler Effekt der Tiergefährten ist, dass sobald eine Fähigkeit von uns endet, wir 1361 Leben geheilt werden. Das heißt, sollten wir die Flügel casten, wir casten jetzt mal die Flügel, haben Schaden bekommen, heilen wir direkt, sobald die Flügel weg sind, 1361 Leben. Also wirklich keine so schlechte Sache, kann man mitnehmen, ist ein cooler Skill, vor allem fürs Gapclosen. Apropos Gapclosen, wir haben natürlich auch noch den Schildsturm mit dabei. Natürlich passend. Sehr, sehr coole Fähigkeit, welche auch mit unserem maximalen Leben skaliert. Und zwar, wir stürmen auf einen Feind zu, rammen diesen zu Boden, verursachen 4174 physischen Schaden und der Gegner ist 3 Sekunden lang betäubt. Nachdem wir den Feind getroffen haben, damit generieren wir selbst ein Schadensschild, welcher 6 Sekunden lang bis zu 17.120 Schaden abfängt. Muss man sich mal vorstellen, es ist geisteskrank. Und das hängt natürlich mit unserem maximalen Leben zusammen. Und davon haben wir ja mehr als genug. Hier 49.170. Hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Essen zu tun, was wir drin haben. Aber das ist wirklich geisteskrank, auch ohne eine Fähigkeit gedrückt zu haben, so viel zu besitzen.
Kommen wir nun zu unserem Haupt-Heal-Spell, dem einzigen krassen Heal-Spell, den wir haben, unseren Oh-Shit-Button, unseren Long-Term Ressourcen-Button, und zwar Polarwind. Polarwind hat natürlich auch noch eine coole Alternativfähigkeit, nämlich hier den Arktis-Stoß, welcher uns 8777 Leben heilt. Nur einmalig, aber dafür kriegen Feinde im Umkreis 1300 Frostschaden und wir können sie betäuben. Ist natürlich mehr Damage, klar. Kostet auch genauso viel, aber natürlich der Polarwind gibt uns 16.000 Leben sofort und über 10 Sekunden lang werden alle 2 Sekunden 4.000 Leben geheilt. Ja, und es skaliert auch noch im Gegensatz zum Arktisstoß mit unserem maximalen Leben. Das heißt, geisteskrank guter Spell für uns und wir halten dadurch wirklich geisteskrank lange durch. Man ist nahezu untötbar mit diesem Skill. Ich sag euch, wie es ist. Solange ihr natürlich ansatzweise hohes Leben habt, sollte das alles kein Problem sein. Und natürlich kann man damit auch Freunde gut heilen, was auch ein guter Vorteil für Schlachtfelder ist. Kommen wir zu unserer ultimativen Fähigkeit. Ist der Nordsturm. Der hat auch eine relativ coole Alternative, wie wir sehen können. Die Alternative davon ist, dass wir einen heftigen Wirbelsturm um uns herum entfachen, der Gegnern in der Nähe 13 Sekunden lang jede Sekunde 474 Frostschaden hinzufügt, deren Lauftempo um 70% verringert, das ist natürlich richtig hoch und Unterkühlung natürlich als Schadungseffekt gibt. Wir selber und nahe Verbünde erhalten dazu dann auch noch größeren Schutz, was unseren erlittenen Schaden um 10% verringert. Das wollte ich aber nicht haben. Ich bin auf den Nordsturm gegangen, weil der Schaden dadurch einiges höher ist. 5389 Schaden, natürlich kürzere Wirkdauer, nur 8 Sekunden lang. Aber muss man auch noch sagen, dass 40% ist nur die Lauftempoverringerung, also nicht 70%, sondern 40%. Aber wir kriegen dadurch auch erhöhte Magie und Waffenkraft. Und erhöhte Magie und Waffenkraft, wie wir uns gemerkt haben von unserem Set, dass wir hiervon auch profitieren. Und zwar, dass wir hier unsere Magie und Waffenkraft, wenn die hoch ist, mehr Schaden mit diesen Fähigkeiten hier, mit dieser Fähigkeit dieses Sets hier produzieren können. Das heißt, ein super, super cooler Kombinationsspell mit unserem Set. So, jetzt fragt man sich natürlich, gibt es da irgendwie eine bestimmte Kombi, wie ich was drücken muss? Eigentlich nicht, das finde ich auch ganz cool, muss ich sagen. Wir können einfach hingehen, ein bisschen auf die Gegner einschlätzen, natürlich unsere ganzen Skills hier abhalten. Wie wir sehen, ist jetzt das Set auch geprockt. Wir ulten dazu auch noch, erhöhen den Schaden von unserem Set, können uns die ganze Zeit auch noch ein schönes Schild geben. Ab und zu natürlich auch mal heilen, immer mal wieder den Gegner versuchen zu knocken, harte Autoattacks machen, die Eissplitter wieder erneuern, Blutungsschaden wieder drauf machen, heilen. Falls dann der Gegner irgendwie bewegungsunfähigkeitsmachende Sachen hätte, können wir auch immer mal wieder schön die Flügel rausholen. Wie wir sehen, haben wir gar keine Ressourcenprobleme. Wir müssen jetzt nicht mal die Tränke drücken. Das heißt, wir können ziemlich lange hier drauf einböllern, relativ guten Schaden machen. Sollte dann wirklich mal unsere ganze Ausdauer, unsere ganze Magik herunter sein. Ich versuche beides relativ schnell runterzubekommen. Zack, zack, zack. Drücken einfach die Tränke, zack, haben wir schon wieder was raus. Und funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das Set finde ich sehr nice. Wir kriegen dicke Schilde, haben dickes Leben. Und wie wir sehen können, ist unser Leben sogar noch höher als vorher. Das heißt, wir haben jetzt 53.000 Leben. Muss man sich vorstellen, 53.000 Leben, 17.000er Schadensschild, alle 6 Sekunden nochmal 5.000er Schadensschild, also wirklich geisteskrank. Und diese 53.000 Leben bekommen wir dadurch, da nach Aktivierung dieses Skills unser maximales Leben erhöht wird. So, kommen wir nun mal zum Essen. Ja, was für Essen haben wir denn dabei? Wir haben mit dabei das Kronenstärkungsmahl. Sehr cool, kriegt man immer mal wieder einfach so geschenkt. Das erhöht 2 Stunden lang unser maximales Leben um 4462, unsere maximale Magicka um 4105 und unsere maximale Ausdauer um 4105. Ist einfach nur cool, um unsere Stats hier schön oben zu halten, weil ich sehr, sehr gerne eine Menge Ressourcen habe. Ich habe gerne sehr viel maximale Magicka mit fast 20.000. Ich habe gerne sehr viel maximale Ausdauer, damit wir hier schön ausbrechen können, falls wir mal gestunt werden. Das heißt, es ist wirklich mega nice als Alternative dazu, was auch ein bisschen einfacher zu bekommen ist. Billiger zu bekommen ist, ist das Cyrodiil-Feldtonikum. Muss man sich auch nicht craften, kann man sich ganz entspannt mit Allianzpunkten kaufen, was unsere Ausdauer und magische Regeneration für 1 Stunde lang um 493 erhöht. Ist nochmal ein bisschen was anderes als das Kronenstärkungsmal, natürlich weniger maximale Magicka-Ressourcen, aber dafür bessere Regeneration, was natürlich auch vorteilhaft ist. Als Tränke habe ich natürlich auch die Kronen-Dreifach-Wiederherstellungstränke drin. Auch super entspannt. Man muss nichts craften. Das ist sehr, sehr beginnerfreundlich. Das heißt, wir kriegen entspannt
Einfach mal 9000 Leben als schnellen Heal, 7000 Magicka und 7000 Ausdauer direkt wieder. Größere Tapferkeit, größere Intellekt und so weiter. Das bringt uns jetzt alles nicht so viel, aber trotzdem Magicka und Ausdauerregeneration dann nochmal erhöht um für 36 Sekunden um 30%. Das ist wirklich auch sehr, sehr cool, immer mal wieder zu drücken. Wenn man jetzt in die brenzliche Situation kommt, zack, drückt man, kann sich wieder ausbrechen, kann wieder rollen, kann wieder schön sich einen Heal reinknallen. Das heißt wirklich alles sehr, sehr entspannt. Als letzten Punkt haben wir noch den Mundusstein. So, den Mundusstein, den ich drin habe, ist nämlich der der Fürstin. Und zwar bringt er uns 2744 physische und Magieresistenz, was natürlich uns sehr zugute kommt. Wir haben jetzt hier nämlich 35.452 Magieresistenz. Und wo ihr diesen Mundusstein findet, er befindet sich in Steinfällen, und zwar hier hinten. Da können wir mal ganz schnell hinlaufen. So, und hier haben wir den Mundusstein. Einfach hier hinlaufen zu diesem Punkt hier, den ich hier markiert habe. Generell, wo ihr die ganzen Mundussteine und so weiter findet, da packe ich euch mal einen Link in die Beschreibung. Könnt ihr einfach draufdrücken und dann habt ihr alle Mundussteine plus Standorte direkt angegeben. Dann lauft ihr dorthin, aktiviert den Segen. Ich kann es natürlich jetzt nicht machen, weil ich ihn schon gemacht habe. Und zack, habt ihr dann schon die Verbesserung mit 2700 mehr Magie und physischen Resistenzen. Naja, das war's dann mal mit meiner Charaktervorstellung von diesem Tank. Gerne kommen in den nächsten Tagen dann auch mal ein paar PvP-Videos, bisschen Gameplay, wie ich mit dem hier spiele, wie er so performt. Generell auch andere Builds. Ich habe noch ein paar andere PvP-Charaktere, die ich euch gerne zeigen möchte. Und wenn euch das Video gefallen hat und so ein Format gefällt, dann lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.